Projekt war ein Projekt der Bezirksleitung Mitte und war auf 3 Jahre ausgelegt. Und wir haben in diesen 3 Jahren das geschafft, dass wir über 4.000 Kolleginnen und Kollegen nicht nur organisiert und als Mitglied, als Karteileichen für die IG Metall gewonnen haben, sondern dass wir gesagt haben, wir müssen Strukturen schaffen von ehrenamtlichen Aktiven in den Betrieben, die auch bereit sind, selber für ihre Interessen einzutreten. Also unter dem Oberbegriff nicht das Thema der Gewerkschaft, sondern die Themen der Leute. Ich war selbst persönlich auch überrascht, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich plötzlich auch bereit waren, sich zu beteiligen, sich aktivieren zu lassen und sich an Aktionen zu beteiligen. Auch wie viel Kreativität, wie viel Kompetenzen sozusagen auch in der Masse sozusagen der Kolleginnen und Kollegen geschlummert ist, die wir in der Vergangenheit nie herausgefördert haben. Eine Sache, die wir am Anfang sehr stark gemacht haben, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, eine Untersuchungsphase zu haben. Und wir haben da ein TMS-Betriebsmapping gemacht, wo wir uns einfach den gesamten Betrieb einmal angeschaut haben, und zwar zusammen mit den ehrenamtlichen Aktiven und auch mit den politischen Verantwortlichen aus den Geschäftsstellen, sodass gleich alle in einem gemeinsamen Betrachtungsprozess drin waren. Und die Themen, die lagen im Prinzip auf der Hand oder haben sich aufgedrängt, und zwar, wenn man von den Themen der Leute ausgeht. Verschiedene Fragebogenaktionen durchgeführt, haben die am Morgen vor Schichtbeginn und auch im Angestelltenbereich vor Arbeitsbeginn verteilt, haben die Leute da schon mitgenommen und haben gefragt, welche Meinung habt ihr zu den Themen, was machen wir mit der Gießerei, wie wollt ihr euch beteiligen, was wollt ihr dazu beitragen. Und dadurch, dass wir den Schritt gegangen sind, dass wir Tarifverträge gemacht haben und nicht irgendeine losgelöste Betriebsvereinbarung, die da auch ohne die IG Metall hätte machen können, war die IG Metall, waren wir alle von Anfang an mit im Boot. Und das hat zusammengeschweißt. Und das wäre anders nicht möglich gewesen. Also die Instrumente, die du hast als IG Metall-Mitglied, auch nutzen und leben. Wir sind dabei nach einem dreischrittigen Verfahren vorgegangen. Wut, Hoffnung, Aktion, um es mal ganz kurz zu machen. Bei dem ersten Schritt Wut versuchen wir, die Leute zu unterstützen, was gegen ihre Situation zu tun. Nicht in Depression zu verfallen, sondern eher zu gucken, die Wut rauszukitzeln. Okay, der zweite Schritt ist dann die Hoffnung, nämlich die Frage, was können wir denn konkret tun und wie stellen wir es an? Und der dritte Schritt ist dann die Aktion, nämlich ganz konkret Möglichkeiten aufzuzeigen, gemeinsam Möglichkeiten zu überlegen, was können die Leute tun. Bei Elko konnte man sehr deutlich sehen, das Thema der Leute war Tarifbindung und Löhne. Durch den beteiligungsorientierten Ansatz konnten wir aktivieren. Und aktivieren bedeutete eben, dass wir einen sehr hohen Organisationsgrad, also an Mitgliedern erreichen konnten, die aber auch bereit waren, etwas zu tun, nämlich an den Aktionen, an den Warnstreiks teilzunehmen. Zum Beispiel, als die eine Maschine rausgetragen werden sollte. Die riefen an und wir haben den Warnstreik, den wir einfach für nachmittags geplant haben, schlichtweg vorgezogen. Sodass denn dass die Maschinen nicht abtransportiert werden konnten. Also solche Beispiele an Kreativität. Bei Empowerment entsteht viel Fantasie. Wir waren dermaßen überrascht, wie viele hier hinter uns stehen. Und wir haben ein gutes Gefühl, dass da was dabei rumkommt. Da ist einem Stein vom Herzen gefallen. Ich bin jetzt noch am Flattern wie so ein... Ja. Nee, es war ja zum jetzigen Zeitpunkt mehr wie 3/4 der Belegschaft, die draußen waren. Und wir haben es hinbekommen, dass am selben Tag noch der Arbeitgeber eingelenkt hat und die ihre Tarifbindung durchgesetzt haben, höhere Löhne, bessere Eingruppierung, einen Stufenplan zur Einführung der 35-Stunden-Woche und Ähnliches. Es ist ja nicht mehr so, dass unser Geschäftsführer jetzt sagt, wo es lang geht. Nein, die Belegschaft, die sagt in Zukunft, was hier gespielt wird und wie gespielt wird. Durch sozusagen diesen Ansatz, durch eine unmittelbarere Beteiligung auch von Anfang an der betroffenen Verwaltungsstellen, der Ortsvorstände und der Betriebsräte, ist es eben entsprechend gelungen, von vornherein einen Ansatz zu wählen, der die Verantwortlichen vor Ort zu Beteiligten dieses Projektes und Prozesses gemacht hat und alle motiviert waren, es dann auch entsprechend mit anzupacken. Wenn das so war, dann haben wir in der Regel relativ kurzfristig auch auf der einen Seite Tarif- und Arbeitskampfschulungen angeboten und durchgeführt, weil das nützt ja nichts, wenn du in eine Auseinandersetzung gehst und weißt nicht, wie du es machen kannst. Ich
Wichtig finde ich auch, dass mit Tarif macht stark das angegangen ist, was wir im Angestelltenbereich unter die letzte Meile im Büro verstehen. Nämlich auch zu sagen, wir beschränken uns nicht auf unser Kernklientel der Gewerkschaften, sondern wir versuchen, die komplette Belegschaft mit in den Konflikt reinzunehmen, mit an Warnstreiks zu beteiligen. Ein gutes Beispiel aus meiner Sicht ist die Auseinandersetzung, die wir bei der WAG geführt haben. Da haben die Kollegen sehr gezielt die Angestelltenbereiche eingebunden. Es gab spezielle Infoveranstaltungen auch für diese Bereiche. Der Arbeitgeber wollte 340 Arbeitsplätze abbauen und wir haben es geschafft, die veralteten vertrauensdeutsche Strukturen aufzubrechen und eine moderne und beteiligungsorientierte vertrauensdeutsche Arbeit zu initiieren. Wir haben die Herzen berührt, also wir haben es geschafft, dass die Leute wirklich gesehen haben, jawohl, ich brenne drauf, wir als Arbeiterbewegung, wenn wir uns zusammenschließen, wir können was erreichen. Und da gab es dann wirklich viele Strukturen, die gesagt haben, okay, ich mache jetzt ein Plakat und die Nachtschicht hat sich hingestellt, hat Banner gemalt und diese Würfel beschriftet, das ist super angekommen. Es geht darum, jeden Arbeitsplatz in dieser Stadt, jeden Arbeitsplatz bei der Vakuumschmelze zu verteidigen. Deswegen Solidarität von meiner Seite, Solidarität seitens der Stadt. Das ist bei uns elementar gewesen, dass wir neue Streikformen ausprobiert haben. Wir haben eine neue Form probiert über so einen sogenannten bei uns 24-Stunden-Streik, in dem wir ganz kurze Streiks draußen gemacht haben und danach innen drin als Betriebsrat dann nochmal die Leute in kleinen Gruppen zu uns geholt haben, sie informiert haben. Bei der Vakuumschmelze haben wir eine unternehmerische Entscheidung zurückgedreht. Wo wir keine wirtschaftliche Mitbestimmung im kapitalistischen System eigentlich haben, haben wir das durch den Druck von unten erreicht. Und dieser Druck war nur erzielbar, indem die Ehrenamtlichen sich zusammengetan haben, die Mitglieder aktiv beteiligt worden sind und die Geschäftsstelle vor Ort praktisch ihre wichtige Aufgabe wahrgenommen hat, das entsprechend zu koordinieren und zu organisieren. Ich denke auch, also die IG Metall ist nicht mehr die von außen kommt, die mal zu einer Betriebsversammlung kommt und was erzählt, sondern ich glaube, das ist in den Köpfen drin, dass wir alle gemeinsam IG Metall sind und dass wir alle gemeinsam diese Konflikte führen. Ja, durch die Form der Beteiligung und symbolischen Werksbesetzungen, Menschenketten um Betriebstore herum, längere Warnstreiks, die sozusagen auch in kreativer Form mit Musikbegleitung und so weiter gelaufen sind, ist es gelungen, dass die Auseinandersetzung nicht stellvertretend von Hauptamtlichen und Betriebsräten mit dem Arbeitgeber geführt wurde, sondern dass der Arbeitgeber durch die Form der Beteiligung und auch durch diese Aktionsformen auch sichtbar merkte, dass er sich mit einer gesamten Belegschaft anlegt. Und wir haben eben die Fantasie der Menschen genutzt und da hast du, glaube ich, auch die meisten Möglichkeiten, wenn die selber auf die Idee kommen, für unsere Forderung wollen wir etwas machen. Oder aber, was man denn in der Öffentlichkeit nicht so sehr sieht, dass man auch die betriebsverfassungsrechtlichen Aktivitäten sehr gezielt einsetzt, wie zum Beispiel bei Vorredsherrn Scheuerfeld, dass sich dort die Kollegen halt überlegt haben, von sich aus zu sagen, dann nutzen wir halt die Möglichkeiten, die Rechte, die uns zustehen, aus der Betriebsverfassung. Und dann haben die eben eine Betriebsversammlung begonnen. Die hat nämlich nicht nur 2 Stunden gedauert, sondern über 4 Tage. Damit waren wir kurz vor der Abrisskante des Automobilisten, für den die zugeliefert haben. Die haben eine Just-in-Time-Produktion eingeführt. Das ist ja das, was die Unternehmer eingeführt haben, was wir nicht entschieden haben. Daraus haben wir diesen Druck aufgehört, ohne ein Friedensabkommen zu brechen. Sicher hat der Arbeitgeber uns vorgeworfen, dass wir ein wilder Streik, dass wir nicht richtig was wir machen wollten. Jetzt, wir haben jetzt letztes Mal 99,99% Organisation gehabt. Früher hatten wir wirklich gedacht, kriegen wir überhaupt einen Warnstreik im Scheuerfeld. Jetzt sage ich, wie viele Minuten dauert es? 7 Minuten oder 8 Minuten sind die Leute draußen. Und das ist das Erfolgsrezept, was wir in diesen 3 Jahren erreicht haben. Die wichtigste Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, war, dass es ganz stark darauf ankommt, mit den Leuten direkt und konkret zu arbeiten. Da müssen sie auch mitentscheiden können. Da muss man die Prozesse auch transparent organisieren, beteiligungsorientiert organisieren, selbstverantwortungssteigernd organisieren. Also
Also Voestalpine als Automobilzulieferer hängt natürlich auch an wirtschaftlichen Druck. Und als die angefangen haben, sie wollen entsprechend Leute entlassen, nachdem wir bereits dort die Tarifbindung der Metallindustrie durchgesetzt hatten, kamen sie plötzlich an und sagten, ja, weil das jetzt so teuer wird, deswegen entlassen wir Leute. Haben wir dann mit Mittel des Sozialtarifvertrages und mit Arbeitsniederlegung das entsprechend wieder zurückgedrängt. Wir sind heute auf die Straße gegangen, weil wir unsere Arbeitsplätze behalten wollen. Mit jeder Aktion werden wir stärker und wir schaffen das. Nur gemeinsam sind wir stark. Da wussten wir ganz genau, wenn so und so lange Voestalpine nicht liefert, dann steht bei Volkswagen das Band. Das erfährt man natürlich durch die direkte Kommunikation untereinander. Und das ist ja auch gerade die ureigenste Eigenschaft einer Gewerkschaft als Mitgliederorganisation, nicht nur in einem Betrieb, sondern auch in der Fläche oder bundesweit, dass wir genau solche Informationen austauschen. Wir haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, in all den Konflikten die Öffentlichkeit mit einzubinden. Von vornherein, auch über Parteigrenzen hinweg, Bündnisse zu schmieden, Politiker aufzufordern, sich zu positionieren in einer solchen Auseinandersetzung. Und uns ist immer gelungen, dass sie sich sozusagen auf die Seite der Beschäftigten dann auch geschlagen haben und an der Seite der IG Metall sein wollten. Es geht ja nicht nur um ökonomischen Druck, sondern auch um politischen Druck. Das heißt, Aufmerksamkeit für die eigene Sache zu erlangen, heißt in dem Fall zum Beispiel bei den Streikenden von Franklin Electric, dass sie vor Ort gestreikt haben, dass sie den Bürgermeister einbezogen haben, dass sie den Landrat und dass sie die örtliche Politik, dass sie auf der Straße waren. Dass das aber nicht ausreicht, wenn es eine amerikanische Konzernstruktur ist. Und deswegen haben die eine öffentlichkeitswirksame Aktion sich überlegt, die Besetzung der Frankfurter Börse. Tarifvertrag wollen wir, darum sind wir heute hier. Bei Franklin war es ja konkret so, gegen Unionbuster Anwälte, mit Security, Kampfhunden, üblen Methoden gegen den Betriebsrat, die Leute schon alle völlig gekündigt. Da hätte man eigentlich sagen müssen, also da kannst du doch nicht noch einen Arbeitskampf führen. Natürlich kann man sich die Frage stellen, warum die IG Metall solche Konflikte aufnimmt, kleine Belegschaften. Eigentlich mit einer offensichtlich feststehenden unternehmerischen Entscheidung. Für uns ist auch sehr, sehr wichtig, dass diese Auseinandersetzung ein Signal an die Arbeitgeber in der Region ist, dass die IG Metall dann, wenn sie kämpfen kann, mit ihren Belegschaften auch kämpft. Also ich würde den Mitarbeitern raten, denen das irgendwann vielleicht auch so gehen wird wie uns, weil wir haben ja in der Region noch mehrere amerikanische Firmen, dass sie nicht so lange warten sollen wie wir. Dass sie sich vorher zusammenraufen sollen und ihren Arsch hochkriegen sollen, und um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Und gemeinsam packt man alles. Alleine hat man keine Chance. Die Auseinandersetzungen zeigen beispielhaft, was sich mit einer systematisch aufgestellten Arbeitnehmervertretung, getragen von der breiten Zustimmung durch eine Organisation in der IG Metall, und eine aktive Beteiligung der Beschäftigten erreichen lässt. Die IG Metall ist mit TMS, mit Tarifmacht stark, für die Menschen erfahrbar geworden. Das war das Besondere am Projekt und es zählt damit zu den erfolgreichsten Strukturfondsprojekten bundesweit. Beteiligung aktivieren!